Herr Staatsminister, ein anderes Thema zum Schluss, ein ganz anderes Thema. Der FC Bayern ist mit seinem Star Franck Ribéry gerade mächtig in den Schlagzeilen. Alles ging los mit diesem Foto. Er aß ein vergoldetes Steak, das hier zu sehen ist. Finden Sie es eigentlich dekadent, so ein Steak zu essen? Also was Ribéry isst, das muss er selber entscheiden. Was nicht akzeptabel ist, in welcher Wortwahl er sich dann mit Kritikern auseinandergesetzt hat. Und hier hat ja die Führung des FC Bayern schon deutlich gemacht, dass bestimmte Wortwahl indiskutabel ist und ihn auch schon zur Rechenschaft gezogen. Wenn man einerseits ja sehr überschaubaren Geldstrafe. Ja, wenn man von dieser Prominenz in der Öffentlichkeit lebt, dann muss man auch ein Stück Vorbild sein. Und deshalb ist es richtig, dass die Führung des FC Bayern deutlich gemacht hat, hier bestimmte Wortwahl ist indiskutabel. Und sowas darf auch Franck Ribéry nicht passieren. Hätten Sie nicht rausschmeißen müssen dafür? Ach, ich glaube, muss man das auch nicht überbewerten, wenn einer hier, weil er natürlich auch zum Teil von manchen Fans sehr kritisch angegangen worden ist, wenn einer da sich emotional entsprechend äußert. Aber es ist eben wichtig, nein, so geht's nicht. Und da werden klare Grenzen aufgezeigt und das ist sehr schnell erfolgt. Genau so muss es auch sein. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt da möglichst schnell wieder Ruhe reinkriegen.